Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X zur Aufgabe B7 des Känguru-Wettbewerbs 2020. Nach dem Training waren wir zu 10 Eis essen, jeder eine Kugel. Wir hatten 4 Kugeln Vanille, 3 Kugeln Schoko, 2 Kugeln Zitrone und eine Kugel Mango. Die Eisverkäuferin hat auf jede Kugel noch etwas gesteckt, insgesamt 4 Schirmchen, 3 Kirschen, 2 Waffeln und einen Schokokeks. Alle dekorierten Kugeln waren verschieden. Welche Kombination gab es nicht? So, nun seid ihr an der Reihe. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lösen dieser Logikaufgabe und bis gleich. Auch diese Aufgabe ist eine typische Känguru-Aufgabe. Das heißt, mit der richtigen Idee kann man diese Aufgabe ganz leicht, schnell und einfach lösen. Habt ihr diese Idee gefunden? Wichtig ist, dass wir im Hinterkopf haben, dass alle dekorierten Kugeln verschieden waren. Das bedeutet, dass beispielsweise 2 Kugeln Vanille nicht jeweils ein Schirmchen haben dürften, weil dann wären die Kugeln nicht verschieden dekoriert. So, beginnen wir einmal mit den 4 Kugeln Vanille. Also auf die erste Kugel Vanille kommt ein Schirmchen, auf die zweite Kugel Vanille eine Kirsche, dann nehmen wir eine Waffel und ein Schokokeks. Damit haben wir jetzt sichergestellt, dass jede Kugel Vanille verschieden dekoriert ist. Machen wir einmal weiter mit den 3 Kugeln Schoko. Für die erste Kugel Schoko gibt es ein Schirmchen, für die zweite eine Kirsche, für die dritte eine Waffel. Kommen wir nun zu den 2 Kugeln Zitrone. Die erste Kugel Zitrone bekommt ein Schirmchen und die zweite Kugel bekommt eine Kirsche. Und nun bleibt noch unsere eine Kugel Mango übrig und für diese haben wir noch ein Schirmchen. Ganz wichtig ist noch festzuhalten, dass wir gar keine andere Möglichkeit der Verteilung hatten. Dadurch, dass wir 4 Kugeln Vanille hatten, mussten wir 4 verschiedene Dinge für die Kugeln Vanille nehmen. Und dadurch, dass wir dann 3 Kugeln Schoko hatten, mussten wir 3 verschiedene Dinge für Schoko nehmen. Das bedeutet also, dass für Zitrone nur noch das Schirmchen und die Kirsche übrig blieb und für Mango nur noch das Schirmchen. Und wenn wir jetzt einmal uns die einzelnen Kombinationen, die hier in den Antwortmöglichkeiten gegeben sind, anschauen, was fällt uns dann auf? Zitrone mit Waffel, das kann es nicht gegeben haben. Und insofern muss die Antwortmöglichkeit D die richtige gewesen sein. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.